Hallo und herzlich willkommen zur Coffee Lecture zur Datei- und Ordnerorganisation. Ich will heute einfach in 10 Minuten Ihnen einen kurzen Input geben, wie man sich mit dem Thema strukturierter auseinandersetzen kann und für sich einen Weg finden kann, das ganze Thema ein bisschen, naja, ich sag mal, ordentlicher anzugehen. Und warum ist es wichtig, sich mit dem Thema vielleicht mal kurz auseinanderzusetzen? Wenn wir hier vorne in den Lesesaal schauen, dann sehen wir, im Grunde arbeiten fast alle an ihren Laptops. Es ist heutzutage sehr leicht, im Digitalen zu arbeiten und große Datenmengen auch anzulegen in Form von Tabellen, Textdokumenten, Videos, Audioaufzeichnungen etc. Da kommt viel zusammen. Und weil es aber auch gerade so leicht ist, diese Sachen zu erstellen und aufzuzeichnen, aufzunehmen, und wir das auch tun müssen, geht auch manchmal so ein bisschen die Ordnung dabei flöten, weil es gerade einfach so leicht ist. Typisches Beispiel, wenn man so ein bisschen, wenn das außer Kontrolle gerät, wäre jetzt hier so eins, was ich zusammengestellt habe. Das kennt sicherlich jeder mal irgendwie. Das passiert halt einfach, wenn man so, ich sag mal, im Flow ist bei der Arbeit und nicht so genau Zeit und Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie benenne ich das eigentlich. Hier zeigen sich gleich mehrere Probleme, denn zum einen ist die Dateiaufgaben final, sagt ja eigentlich schon, dass sie abgeschlossen ist. Das heißt also, eigentlich sollte man ja nichts mehr ändern. Offensichtlich wurde dann doch irgendwas geändert. Und aus irgendeinem Grund hat sich die Person dazu veranlasst gesehen, nochmal eine neue Änderung zu machen und von der neuen Änderung noch irgendwie eine zweite Version zu machen. Wir wissen also jetzt, wenn wir mal überlegen, wir schauen in diesen Ordner rein, wissen wir eigentlich gar nicht, was ist denn jetzt für uns die relevante Datei? Kommen wir mit der Finalversion klar? Brauchen wir die Version neu 2 möglicherweise oder vielleicht sogar die Kopie? Warum gibt es diese Kopie überhaupt? Das ergibt im Moment erstmal alles gar nicht so einen Sinn und ist relativ, naja, ich sag mal, intellektuell fordernd, das erstmal wieder zu erschließen. Das heißt also, wir vergeuden im Grunde ein bisschen Zeit für etwas, was wir gar nicht unbedingt bräuchten, hätten wir ein System. Das heißt, bei der Datei- und Ordnerorganisation geht es im Grunde darum, wie schaffe ich es, mich möglichst nicht selbst auszutricksen. Und dabei meine ich meistens die Situation, ich erzeuge heute etwas und schaue nach einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir mal 6 Monate, vielleicht auch weniger, wieder rein. Und ich brauche jedes Mal ein bisschen Hirnschmalz, um zu verstehen, was ich da eigentlich produziert habe. Wie schaffe ich es also, dass meine eigene Ordnung für mich Sinn macht und ich sie weiter verstehen kann, ist die eine Frage. Und möglicherweise interagiere ich noch mit Kommilitoninnen oder Kommilitonen oder Mitarbeitern in einer Arbeitsgruppe und denen muss es auch verständlich sein. Und eventuell forsche ich schon und ich muss in 10 Jahren auch noch auf meine Sachen zurückgreifen können und verstehen, was ich da getan habe. Das heißt also, auch da kommt nochmal eine wesentlich stärkere zeitliche Perspektive rein, wo meistens dann noch mehr intellektuelle Arbeit nötig wird, um den Kontext zu erschließen. Wie kann ich mich jetzt also davor bewahren, indem ich das möglichst strukturiert angehe, indem ich mir überlege, wie ich Dateinamen so benennen kann, dass ich sie weiterhin gut verstehen kann, dass sie auch einen gewissen Kontext und einen gewissen Inhalt widerspiegeln können. Ich kann mir überlegen, wie ich Ablagestrukturen in Form von Ordnern schaffe. Die sind sehr leicht zu erzeugen, das hatte ich bereits gesagt. Und am besten überlege ich mir ein System, dass ich diese Sachen auch wiederfinde. Und am besten denke ich an ein System, wie ich es für mich strukturiere. Und wichtig, das haben wir gerade an der Neu 2 und der Neu 2 Kopie gesehen, es ist auch immer gut, sich ein Versionierungssystem zurechtzulegen und sei es nur ein kurzer Vermerk 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das ergibt meistens schon mehr Sinn als Neu 1 und Neu 2. Neu 2 Kopie, Verzeihung. Hier jetzt mal ein kleines Beispiel, schon für auch ein bisschen aufwendigere Dateinamen, die jetzt über das Beispiel von gerade hinausgehen. Überlegen Sie ganz kurz, was würden Sie denken, was wäre der bevorzugte Dateiname oder wie sollte man es am besten machen? Und dann löse ich das gleich auf. So in 1, 2, 3 Sekunden. Und ideal wäre es hier, die Variante 1 und die Variante 2 hier zu wählen. Aber wir kommen auch gleich dazu, man kann über sowas auch relativ weit diskutieren. Warum, das erkläre ich gleich. Das heißt also, diese Dateinamen verfolgen schon eine gewisse Struktur. Ne? Wir sehen hier vorne sowas wie ein Datum, dann eine Kurzbeschreibung und noch eine Anmerkung dazu, was in diesem Bio-Essay gemacht wurde. Und ein Vermerk auf die Version sehen wir auch bereits. Zum Formellen, wenn Sie Dateinamen vergeben, sollten Sie darauf achten, dass Sie keine Sonderzeichen, Umlaut und Leerzeichen vergeben. Nach Möglichkeit nur einen Punkt. Das ist auch eine Unart, bei manchen Leuten noch Punkte in die Dateinamen einzulegen. Denn Sie wissen ja, der Punkt trennt zu der Dateiendung ab. Datumsangaben sollten Sie nach einem einheitlichen Format eingeben. Idealerweise fangen Sie mit dem Jahr und dem Monat und dann dem Tag an, denn so haben Sie den Vorteil, dass es sich von alleine schon sortieren kann, über die Namenssortierung von Windows beispielsweise. Und vermeiden Sie unspezifische Dateinamen wie neu, neu 2 oder sowas wie erster Anfang oder jetzt geht's los oder irgendwas, was Ihnen nicht wirklich weiterhilft. Also überlegen Sie kurz, was sind die Charakteristika, die Sie hier festhalten wollen.
Und wenn Sie wissen, Sie werden mehrere Dateien anlegen, versuchen Sie gleich, wenn möglich, zu antizipieren, wie viele das ungefähr sein werden und fangen Sie mit führenden Nullen an. Auch das schafft Ihnen eine bessere Struktur, wenn die Dateien gelistet werden in der Dateiverwaltung. Was können Sie jetzt inhaltlich tun, um die Dateien besser zu benennen? Sie können sich überlegen, eine Namenskonvention zu entwickeln. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel ein Projekt oder einen Kurs anfangen, überlegen Sie sich kurz, wie Sie bestimmte Dateien, die auf Sie zukommen werden, benennen möchten. Und versuchen Sie, dieses Schema möglichst beschreibend zu halten und dann auch konsistent zu nutzen. Ich hatte gerade schon eingangs das Datum erwähnt als Sortierfunktion. Das wäre zum Beispiel ein gutes Mittel, um sich direkt eine Struktur da reinzubringen, dass Sie das Datum verwenden. Suchen Sie nach eindeutigen Identifikatoren, beispielsweise dem Kürzel von dem Modul, das Sie gerade belegt haben, oder schreiben ein Kürzel für die Vorlesung, die Sie gerade besuchen. Oder haben Sie einen Projektnamen oder bestimmte Nummern, die Sie verwenden können, um da direkt eine Einheitlichkeit, eine Eindeutigkeit reinzubringen, um das später wieder zuordnen zu können. Die weitere Sachen könnten zum Beispiel sein, dass jetzt im Fall von Experimenten, dass Sie bestimmte Reagenzen mit auflisten oder Temperaturen oder wenn Sie Interviews führen, Interviewpartnernamen oder IDs von Interviewpartnern in den Dateinamen schreiben und dann auch sequentielle Nummern, wenn Sie mehrere Interviews führen. Und ganz wichtig, überlegen Sie sich ein Schema, wie Sie Versionen kenntlich machen wollen. Für viele wird es reichen, V1 einfach abzugrenzen. Manchmal ist es aber auch ganz interessant, wenn man noch eine Zwischenversion hat mit V1.2, V1.1 etc. Da einfach auf ein Schema festlegen und versuchen, das konsistent durchzuziehen. Und dann ist eigentlich schon viel gewonnen. Was den anderen Punkt angeht, die Ablagestruktur, da ist es wichtig, und das ist das Gute an den Dateisystemen, die wir so kennen aus unseren Laptops und Computern, die sind eh schon immer hierarchisch organisiert und bieten uns die Möglichkeit, diese Hierarchien dann aufzugreifen, um die Projekt- oder Ordnungsstruktur, die wir selber diesem Ganzen zugrunde legen, dort abzubilden. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel erzeugt, indem ich diese Lecture sortiert habe. Und hier habe ich für mich einfach gefunden, ich habe Literatur, auf der ich das aufbaue. Man könnte jetzt dazu Übungen machen. Die Übungen habe ich in Unterordner gepackt, die schon nach Datum sortiert sind. Und diese Übungen enthalten mehrere Übungsdateien in Textform. Das heißt, ich habe hier schon versucht, auch das, was ich für die Dateinamen so gesagt habe, bei den Ordnernamen zu verwenden. Wenn Sie so eine Ablagestruktur für sich erzeugen, und Sie wissen, es wird eine größere Sache, ist es auch hilfreich, sich so eine README-Datei zu schreiben. Das heißt also, für eine Hausarbeit oder ein größeres Projekt die W-Fragen zu beantworten. Was habe ich hier getan? Warum habe ich das getan? Was werde ich in diesem Ordner finden? Wer war daran beteiligt? Diese README-Datei legen Sie dann einfach in das höchste Verzeichnis Ihres Projektes und können dort später, auch wenn Sie länger mit dem Projekt nichts zu tun hatten, aber darauf zurückgreifen müssen, einfach lesen, was Sie dort getan haben. Für die Ordnerbenennung ist es sinnvoll, auch dort wieder zu versuchen, möglichst eindeutige, kontextschaffende Namen zu finden. Ich habe hier zwei Beispiele einfach mal mit einem Kurs, dass ich den Kursnamen hernehme, zum Beispiel das Kürzel aus dem Vorlesungsverzeichnis. Dann habe ich einen Dozentennamen, dann habe ich darin Vorlesungen und in den Vorlesungen finden sich dann Folien und die Folien sortiere ich nach Datum. Dasselbe könnte man machen für einen bestimmten Forschungsbereich, wo man dann eher auf Projektbasis sortieren würde. Wichtig ist auch hier eine Art Namenskonvention festzulegen und auch zu versuchen, diese stringent durchzuziehen. Aber das Ding ist, es muss immer für Sie gut funktionieren. Das heißt also, all diese Sachen, die ich jetzt vorgeschlagen habe, sollten Sie einfach für sich als Richtschnur verwenden, um ein eigenes System zu etablieren. Denn es gibt nicht ein System, was für alle funktioniert, sondern es muss zu Ihrem Kontext passen, es muss zu Ihrem Ordnungsempfinden passen. Denn es gibt auch Menschen, die benennen alles völlig chaotisch und für diese funktioniert das. Also Ordnung um der Ordnung willen ist auch nicht Ziel des Ganzen, sondern wenn Sie merken, ich brauche immer ein bisschen Arbeit, um das wieder aufgreifen zu können, dann entwickeln Sie für sich ein System und versuchen das auch regelmäßig zu überprüfen. Denn es ändert sich häufig was, dann muss ich Hierarchien umändern oder Dateinamen vielleicht doch nochmal anpassen, weil ich merke, die funktionieren nicht. Die Regel ist eigentlich, ein bisschen Arbeit am Anfang spart Ihnen am Ende viel Zeit, die Sie immer mal wieder investieren müssen, um zu überlegen, was habe ich dort eigentlich getan. Und mit diesen kurzen Hinweisen will ich Sie einfach animieren, das vielleicht für Ihre tägliche Arbeitspraxis aufzunehmen und zu schauen, wo kann man das bei sich noch verbessern. Soweit wäre ich mit meinen Tipps durch. Wenn Sie Fragen haben, beantworte ich die sehr gerne. Wir können auch noch, wenn Fragen zu den Folien sind, auf welche zurückgehen. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.